It's black and white. Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 21 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Ja, Wolski, wir werden heute 90 plus Super League Pack öffnen, jedes SBC Pack. Ich hoffe mal, dass ich da ein bisschen Packluck habe. Aber ja, mal schauen. Wir gehen gleich rein. Wir gehen erstmal hier zuerst holen wir uns den Login-Bonus ab und dann können wir noch ein bisschen Skill-Spiele spielen. Was kriegen wir? XP. Ach ja, wunderschöne XP. Ich liebe sie. Ich habe heute noch gar nicht gespielt. Von daher können wir eigentlich hier schnell nochmal die Skill-Spiele durchballern. Den Rest mache ich dann sonst alles privat. Und genau, mal gucken, was wir heute für 90 plus Spieler bekommen. Also wenn wir einen Animierten bekommen und also den Besten und dann gleich noch animiert, dann uff Leute, das wäre wild. Das wäre wirklich wild. Aber naja, obwohl, mein Packluck ist in letzter Zeit wieder ein bisschen besser geworden. Dazu könnt ihr das gestrige Video auschecken. Das war so ein kleines Stream-Highlight-Video vom Freitag-Stream. Und in dem Stream hatte ich ja schon Packluck. Ich hatte ein Team of the Week, Lukaku gezogen, aus so 65 plus Packs, also aus den größten Dulli Packs, habe ich einfach 8 und, 89. Ich hatte fast den Zahlentrainer, 89er Lukaku gezogen, was auch ziemlich wild ist, der zweitbeste hinter Levi. Und in den Spielerkisten hatte ich auch ordentlich Packler, ich habe 2 Meisterspieler gezogen, also mein Packluck ist in letzter Zeit zurückgekommen. Beim Spring Break Event war es ja noch ziemlich schlecht. Aber so beim TOTS ist es jetzt etwas wieder. Ja, kommt so langsam wieder. Finde ich gut. Fühle ich. Mal gucken, ob es heute wieder zuschlägt, mein Packluck. Es wäre auf jeden Fall erfreulich. Genau. Genau, so hier noch einmal schnell 2 gegen 1 machen. Easy, easy. Zack, zack. Douglas, komm. Sehr gut. Und der nächste Livestream übrigens ist am Montag höchstwahrscheinlich. Da werden wir wieder ein bisschen La Liga Packs öffnen, wahrscheinlich die nächsten La Liga Spiele abholen, so wie immer. Ich hole mir ja immer da die 94er ab für die U-Tots Punkte. Weil wie gesagt, ich gebe bis jetzt noch nicht so viel aus fürs TOTS, weil ich spare aufs Bundesliga-Freunde. Da wird wirklich eskaliert. Und genau, deshalb ja, gebe ich jetzt aktuell nicht so viel aus. So, das nochmal kurz erklärt. Nee, wohl doch, komm, ich hole mir einfach hier schnell bei die Münzen. Dann habe ich wieder 5 Millionen. Und ich würde sagen, wir gehen rein ins Pack. Wir gucken nochmal in Ruhe, was man alles bekommen kann für Spieler. Also, man kann hier Endiza, Markau, okay, Zetas, Bayindir und Apupaka, okay. Sorry, falls ich jetzt irgendwas falsch ausgesprochen habe. Ich bin nicht der Profi in türkischen Namen. Oder, ja gut, das sind jetzt ja nicht nur türkische Spieler, aber, ja. Also dieser 93er, animiert, boah, das würde schmecken. Unanimiert, kritisch. Aber animiert würde ich mitnehmen. Animiert würde ich sehr, sehr gerne mitnehmen. Die SBC habe ich schon vorbereitet. Ich muss mal kurz gucken. Kann ich hier nicht nochmal einen austauschen? 93? Ja, machen wir es so. Machen wir es doch so. Da haben wir genau 84 und ich würde sagen, wir senken das Ganze hier ab und bekommen das Pack, Freunde. Nochmal kurz durchatmen und dann würde ich sagen, ich drücke drauf in 3, 2, 1, komm schon EA, bitte gönnt und wir ziehen Abubakar. Oh, wir ziehen den schlechtesten, EA, was ist da los? Wir ziehen wirklich, ja, wir ziehen wirklich den schlechtesten und er ist nicht mehr animiert. Das heißt, er wird gar nichts bringen, oder? Der wird gar nichts bringen. Ich werde ihn sowieso, denke ich mal, in... schwer. Aber ich glaube, ich stelle ihn lieber in mein Team. In mein wunderschönes Team hier. Ist die Frage, wen mache ich raus? Ich habe 3 Icons. Parisi. Stürmer mache ich Deko Schmego raus und mache einfach... warte, das ist nicht der richtige. Ist er? Ich mache mal hier 90. Mann. 90, so, jetzt aber.
Hä? Warum kommt er denn nicht? Warum kommt er nicht? Hä? Hab ich was Falsches eingestellt? Komisch. Warum kommt er denn? Na, dann suche ich jetzt einfach so. Scheiß drauf. Ist er? Abubakar. Da. So. Habe ich hier. Genau. Es fehlt mir. Ich kann mal kurz aktiv machen. So, ich würde gerne hier noch ein US-Angriffsspiel mit euch spielen. Kann ich mal kurz gucken. Können wir jetzt das abholen? Ja, kriegen wir vielleicht sogar. Ich kriege. Okay, naja, ich lasse es jetzt erstmal so. Ich lasse es erstmal so. Ich hole mir dann privat, denke ich, nochmal den einen oder anderen Spieler dann. Genau. Ja. Ich glaube, ich brauche noch drei Super League-Spieler, oder? Oder wie viel? Nee, einer gibt 20. Ah, okay. Okay. Ja, ich denke mal, ich baue dann privat mir das Team noch zusammen. Damit wir auch hier die maximalen Punkte rausbekommen. Genau. So, let's go. Hier, was hat der Gegner? 129. Donnarumma. Oh ne, ich sehe mich da jetzt schon drin, wie ich ausrasten werde. Donnarumma. Was ist da los? Er hat sogar die besseren Chancen. Ach so, wegen der Chemie. Ah, okay. Ah, okay. Naja, gut, meine Chemie ist halt auch ein bisschen schlecht jetzt, ne? Mal gucken. Vielleicht können wir das hier trotzdem gewinnen. Das ist ja nur minimal die Chance. Besser von ihm. So, jawohl, Beckham. Sehr gut. Wer ist das? Ishak, ne? Oder war, wer ist denn das? Ja, das war Ishak. 1-1, okay. Beckham, komm. Das wäre extrem wichtig. Ja, sehr gut. 2-1. Davis, komm, runter damit. Beckham, jawohl. Das Bundesliga-Tor ist ja jetzt auf der Konsole draußen. Und ja, es sind halt viele Bayern-Spieler, fühle ich halt, ne? Goretzka, Kimmich, Müller, Levi, Davis und Neuer, fühle ich einfach. die kommen ja dann auch logischerweise in FIFA Mobile rein. Mal gucken. So ein Goretzka vielleicht ins ZM? Boah, ich lasse mich mal überraschen. Neuer, eventuell auch Tor und Davis natürlich. Fühle ich auf jeden Fall. Fühle ich. 4-3, komm. Er ist frei, er wird wahrscheinlich, er macht das Tor. Komm. Jawohl, Ishak. Nein, Donnarumma. Donnarumma. Komm, Ishak. Oh, Carlos Soler, komm. Oh. Ja, wir kriegen mal eine tolle Chance. Danke. Abubakar, bester Mann. Bester Mann. Ich überlege mir auch vielleicht Suarez zu holen von der SBC. Weil er hat eigentlich ganz solide Stats und. Ah, Ishak. Ja, Abubakar, komm. Douglas, ja, er schießt den eigenen Mann an, perfekt. Ja, perfekt, ja, danke, yay, danke. Ja, komm, tolle Chance, bitte. Ah, sie gönnen nicht. Aber Abubakar, bester Mann, 6 zu 6. Okay, nehme ich mit, nehme ich so mit. Hole ich mir nochmal hier schnell die Münzen ab. Oder, und ja, 5 Punkte. Ja, das war's komplett, Freunde, das war's komplett. Ja, ich würde sagen, was gewesen sein mit dem Video, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos hier auf meinen Kanal zu verpassen. Und ja, ich bin an der Stelle raus, wir sehen uns morgen natürlich zu einem neuen Video wieder. Und ja, haut rein und ciao.